Heute zaubern wir einen richtig leckeren Freddo Cappuccino, so wie wir ihn aus dem Griechenland-Urlaub kennen. Willkommen bei der Lifehackerin. Als wir kürzlich im Urlaub auf Kreta waren, haben wir den leckeren Freddo Cappuccino entdeckt, also ein herrlich erfrischender Eiskaffee. Bis anhin hatten wir immer ein Frappé bestellt, also ebenfalls ein Eiskaffee. Der wird allerdings aus löslichem Kaffeepulver hergestellt. Nun haben wir aber gelernt, dass man auch beim Eiskaffee nicht auf einen richtig guten Kaffee verzichten muss und haben jeweils einfach einen Freddo Espresso, also ohne Milch, oder Freddo Cappuccino mit Milch bestellt. Und weil uns dieser Freddo Cappuccino so gut geschmeckt hat und wir auch zu Hause nicht darauf verzichten wollten und ein bisschen das Urlaubsgefühl noch mit nach Hause nehmen wollten, haben wir zu Hause rumexperimentiert, wie man den Kaffee denn auch selber machen könnte. Und unser Rezept, das wollen wir euch jetzt nicht vorenthalten. Grundsätzlich braucht man nicht viel. Man braucht Kaffee, kalte Milch, Eiswürfel und nach Belieben Zucker. Wir füllen ein hohes Glas etwa zu 2/3 mit Eiswürfeln. Den Kaffee bereitet ihr nach Belieben zu. Da das Ganze durch die Eiswürfel noch etwas verwässert, empfehlen wir, 2 Espressi zu machen. Den Kaffee dann nach eurem Gusto süßen. Wir nehmen 2 Teelöffel, das nennt man in Griechenland übrigens Metrio, was die Zuckermenge betrifft. Den Zucker kurz in Kaffee auflösen und dann über die Eiswürfel gießen. Damit haben wir bereits einen Freddo Espresso, also ohne Milch. Wir wollen aber einen Freddo Cappuccino mit Milchschaum. Und in den Kaffeebars in Griechenland machen sie den Milchschaum in diesen Shakern. Den haben wir zu Hause leider nicht, aber wir haben so einen Milchschäumer, der tut's auch. Wir geben etwas Milch in ein hohes Gefäß, setzen den Milchschäumer ein und beginnen mit Schäumen. Ihr merkt, dass die Milch schaumiger wird und etwa auf das 3- oder 4-fache Volumen ansteigt. Perfekt! Dies kommt nun oben auf den Kaffee. Wer will, kann noch Zimt oder Schokopulver drüber streuen, Strohhalm rein und genießen. Apropos Strohhalm, auch hier haben wir in unserem Kreta-Urlaub eine echt klasse Entdeckung gemacht. Und zwar eine Alternative zum Plastikstrohhalm, ein Bambusröhrchen. Das ist sogar wiederverwendbar. Wir haben beim Kauf noch so ein kleines Bürstelchen mitgekriegt und damit lässt sich das Ganze einwandfrei putzen. Richtig klasse! Was für Eiskaffee mögt ihr am liebsten? Schreibt es uns unten in die Kommentare rein. Wir haben ja bis anhin immer kalten Kaffee eingefroren, damit der Kaffee danach nicht verwässert, der Eiskaffee. Das Video dazu findet ihr übrigens hier oben. Nun aber dieser Freddo Cappuccino, der schmeckt uns noch besser mit diesen 2 Espressi und dem Milchschaum. Das ist definitiv unser neuer Favorit. Wir freuen uns auf den Austausch mit euch unten in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Hack. Tschüss!